Hallo Leute und willkommen zurück zu Emilys Message in a Bottle. Wir machen weiter mit Level 4 in der Vergangenheit in Italien. Und was müssen wir tun? Heute ist Emilys dritter Geburtstag. Was wird wohl Opas große Ankündigung sein? So, können wir uns denn... Ja, wir können uns was kaufen. 400. Okay, würde ich sagen, wie immer zuerst den Tisch verbessern. Und was bringt uns das Vogelnest? Spatzennest. Dieser süße kleine Spatz erhöht die allgemeine Geduld der Kunden. Ah, das ist doch super. Papa, an meinem Geburtstag will ich Verstecken spielen. Bekomme ich Mamas geheime Zutat? Nein. Papa, ich muss mit dir reden. Papa? Edward. Ich komme mit dir zurück nach Stamford. Bist du sicher? Komm schon, Papa, spielen wir. Oh, das Lachen, das ist ja super niedlich. Okay, so, finde Emily 3, 4, ganze 5 Mal müssen wir das machen. Und wir haben ein neues Produkt, beziehungsweise sogar zwei neue Produkte, oder? Wir haben jetzt 2 Eiskugeln mehr. So, Antonio, mein Lieber, du kannst hier die Kunden happy machen. Ich werde hier schon mal abkassieren. So, was können wir machen? Können wir irgendwas vorbereiten? Nee, ne? Moment, das hier, 1, 2, 3 davon. Emily, habe ich dich gerade irgendwo gesehen? Nein, dann habe ich es mir eingebildet. Okay, so, für dich ist dann einmal das Öl. Da bist du! So, dann können wir hier auch schon mal abkassieren. 1165 Punkte. Hallo Karl, schön, dass du auch da bist. Und den Rentner kann ich dann gleich hoffentlich da ein bisschen stehen lassen, dass wir mal eine Kombo machen, damit wir auch jetzt am Anfang schon auf die ganzen Punkte kommen. So, Spaghetti mit Tomatensauce, bitteschön, mein Lieber. So, jetzt wird hier kassiert. Hallo Emily, da wird abgeräumt. Antonio macht ein bisschen Musik. Und dann müssen wir Emily noch 2 finden. Okay, so eine Pizza erstmal rein. Mit Basilikum oder Spinat, man weiß es ja nicht so genau. Also ich weiß es gerade nicht. Oh, so genau. Die Pizza wieder raus und 1, 2, 3 Mal Erdbeereis, denke ich mal. Kann natürlich auch was anderes sein, aber hallo Emily. So, bringt auch jedes Mal 25 Punkte, das ist super. Da kommen jetzt noch ein paar Rentner, die sich hinsetzen, 4 Stück sogar. Ich pflücke mal eben fix die Tomaten. Achso, ich muss auch nur einmal klicken. Okay, er pflückt dann direkt alle. Das ist natürlich gut zu wissen. So, ihr möchtet 1, 2, 3 und einmal das und einmal das hier. Habe ich dich gehört? Ach, da bist du. Ja, ich habe dich gehört. So, alles weg. 25 Punkte und nochmal die 100. Das ist super. 1, 2, 3 für dich. Bitteschön. Dann können wir hier hoffentlich schon mal abkassieren. Ja, gut. Dann ist es in Ordnung so, weil dann muss ich nämlich nochmal nach oben laufen. Dann ist das hier für dich. Und Antonio, du warst schon hier, ne? Soll ich denn hier schon kassieren? Ja, komm, können wir schon machen. Wir haben ja gerade erstmal die Hälfte des Tages hinter uns. Das ist dann schon in Ordnung. So, ihr seid fertig. Du bekommst das hier. Da muss ich auf jeden Fall reingucken, was das ist. Ich bin ja so neugierig. Aber bis jetzt hat es ja nicht geklappt, ne? Wir konnten ja bis jetzt noch gar nichts auswählen. So, Antonio, du gehst da oben hin, sorgst ein bisschen für gute Laune, für Stimmung. Wir machen eine Pizza mit Bacon. War der Käse jetzt richtig? Ja, ne, der ist doch grundsätzlich da drauf. So, dir gebe ich mal eben fix das Brot. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist dann für euch. Du bekommst dann die Münze für den Wunschbrunnen. So, oh, das war knapp, aber es war noch im exzellenten Bereich. Das ist super. 913 haben wir so hier abkassiert. Ich weiß gerade nicht, ob ich Antonio schon hingeschickt habe. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, muss ich Tomaten abpflücken? Nein, muss ich nicht. Wir haben noch 5. So, du bekommst dann auch direkt Spaghetti. Wunderbar. Ich hoffe, ich kann dich noch ein Momentchen warten lassen, oder? Ja, jetzt sind die hier nämlich fertig. Genau, dann kassieren wir hier. Und haben jetzt 1073 Punkte. So, für dich ist einmal das Brot, meine Liebe. Da kommen wieder 2 Dickerchen. Nach wie vor gemein. Aber gut. So, Antonio, du gehst bitte hier hin. Und dann bin ich gespannt, was die beiden möchten. Die möchten eine Pizza und einmal das Olivenöl. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es Olivenöl ist. Keine Ahnung, was macht denn der Vogel da? Ich habe ihn jetzt einfach mal angeklickt. Oh, das ist ja witzig. Bringt mir das denn irgendwas, wenn ich jetzt nochmal klicke? Dass der hier einmal so komplett rumfliegt oder so? Ich habe keine Ahnung. So, zurück zum Nest. Oh Gott, also das hier, dann einmal das und dann einmal Spaghetti, bitteschön. Und dann 1, 2, 3 Kugeln von dem Erdbeereis. So, das sollte auf jeden Fall noch machbar sein. Die hier müssen noch bezahlen und die ja dann auch noch. So, wo ist denn der Vogel jetzt? Ich wollte noch ein bisschen rumklicken. Wo ist denn der? Der ist nicht in seinem Nest. Der ist nicht hier, der sitzt nicht hier. Ach, da ist er. Aber es bringt wirklich nichts, ne? Ich glaube, es bringt wirklich nichts. Antonio, hast du hier schon für gute Laune gesorgt? Ja, wahrscheinlich, ne? So,
Level 4 auch erledigt. Oh, oh, wie schön. Oh, Vito, die ist wunderschön. Ich verwendete dafür die geheime Zutat meiner geliebten Emilia. Es würde sie so glücklich machen, gemeinsam den Geburtstag ihrer Enkelin feiern zu können. Papa, zurück zu deiner Ankündigung. Vor 20 Jahren haben eure Mutter und ich dieses Restaurant mit unseren letzten Ersparnissen gestartet. Dank ihrer besonderen Zutat erlangte es den heutigen Erfolg. Hier ist also das Symbol dafür, $1 für jeden von euch. Ich möchte, dass ihr euren eigenen Weg geht und euren eigenen Erfolg schafft, wie wir es getan haben. Also geht jetzt und macht mich stolz, bevor ich zu alt werde und mein Gedächtnis verliere. Soll es ein Scherz sein, Papa? $1? Oh, und ich werde das Restaurant vermieten. Vermieten? Aber niemand kennt das Restaurant besser als wir. Das reicht, das ist eine Geburtstagsparty. Schon vergessen? Alle hinsetzen und Ruhe. Es gefiel mir besser, als er sich noch vergraben hat. Bitte? Was war das? Was hast du gerade gesagt? Ich muss mir das nicht gefallen lassen. Ich gehe. Papa! Oh Mann! Emily! Oh Mann! Warum sind denn die Brüder so blöd? Jetzt mal wirklich, was ist los mit denen? Zeit zu gehen. Während Edward seine Abreise nach Snuggford vorbereitet, hat Vittorio ganz andere Pläne. Opi, Opi! Oh, Liebes, ich bin froh, dass du mir gefolgt bist. Ich hätte es beinahe vergessen, dein Geburtstagsgeschenk. Es ist eine ganz besondere Puppe, Emily. Sie hat einmal deiner Großmutter gehört. Ich möchte, dass du sie immer hast, damit du dich immer an die Menschen erinnerst, die dich lieben. Dankeschön, Opi. Hier, kannst du deinem Papa diesen Brief geben? Es ist sehr wichtig. Gehst du irgendwo hin? Nun, Emily, Omi ist nicht mehr hier. Du fährst in einigen Tagen wieder nach Hause. Und meine Söhne, also... Es gibt also keinen Grund mehr. Fischlein, Opi, schau! Für mich noch zu bleiben. Ja, liebes Fischlein. Och, er schippert bestimmt nach Hause. Er schippert davon, oh Mann. So, was können wir kaufen? Einen neuen Ofen, ne? Steinofen. Okay. Und ich gehe davon aus, dass in dem Brief irgendwie sowas stehen wird, dass die gute Emily das Restaurant hier erbt oder also später dann erbt, je nachdem an wen er das jetzt vermieten möchte, dass vielleicht erstmal der Edward das bekommt, keine Ahnung. Und später dann die Emily. Und was gerade natürlich auch super niedlich war, dass die Puppe die typischen Emily-Farben hatte und sogar das Geschenkpapier. Habt ihr das gesehen? Also die Kiste, das Geschenk, echt super. War auch wieder grün und orange mit weißen Punkten. So, Olivenöl für dich, bitteschön. Oh, Karl, gehört und gesehen. Ich kassiere hier schon mal 1095 Punkte. Okay, okay. Tomaten könnte ich mal abpflücken, ne, damit wir da auf jeden Fall schon mal aufgestockt haben. Du bekommst dann eine Pizza mit Spinat oder Basilikum. Ich weiß es immer noch nicht. So, wir warten jetzt aber kurz, damit wir hier gleich direkt abkassieren können. So, das ist dann für dich. Da hätte ich jetzt auch eine Kombo beim... Oh shit. Eine Kombo beim Servieren machen können, aber gut. So, du bist da soweit, ne? Du möchtest jetzt bezahlen. Ich warte aber nochmal eben kurz. So viel Zeit muss doch sein, oder? Ich meine, deine Geduld ist doch, glaube ich, normal. Je nachdem, was sie jetzt möchte. Sie möchte Nudeln. Ach, das geht ja. Das geht ja, oder? Ja, hat noch funktioniert. Antonio, du kannst ein bisschen Musik machen. Und wir haben 3, 4, 5 Plätze im Inventar. Das ist ja schon mal super. So, du kommst jetzt hier unten hin. Wir haben 2 Küchlein, wir haben ein Espresso und wir haben eine Pizza mit Schinken. Und du bekommst dann gleich Olivenöl, ne? Pass auf, das nehmen wir direkt mit. Und dann machen wir das so, so und so. Dann haben wir doch jetzt eine Kombo, oder? Jo, 2 in Folge plus 11, super. So, Tomaten wieder 5. Du bekommst auch direkt die Spaghetti mit Tomatensauce. Dann kassieren wir auch. So, Hälfte der Punkte haben wir so ungefähr.
dann müsste das ja alles passen. Antonio, du warst schon hier, ne? Stimmt. Da kommen die nächsten Senioren. Oh, ich liebe Senioren. Schön, dass die mal alle hier hinkommen. Das ist ganz großartig. So, Antonio, mach ein bisschen Musik. Und wir kassieren. Hier haben wir schon Stern Nummer 1? Ja. Ach, super. So, eine Münze für dich, mein Lieber. Jo, exzellent. So, einmal das Brot, einmal das Öl. 1, 2, 3 davon und 1, 2, 3 davon. Und dann können wir hier abkassieren. Es ist ja gerade niemand anderes da. So, Antonio, geht nochmal bitte hier hin. Manchmal klingt es schrecklich, habe ich das Gefühl. Aber gut, obwohl er immer das Gleiche spielt, ne? Aber trotzdem. So, jetzt nochmal die Tomaten abpflücken, damit wir da wieder auf unsere 5 kommen. Und dann bekommst du... Oh, wir haben sogar 6. Ach, krass. Dann bekommst du 3-mal Vanille. Es könnte aber auch was mit Pistazien sein, weil diese kleinen grünen Stückchen da drin... Bin ich echt gespannt, wenn wir dann später in die Karte schauen können. Wobei, mir jetzt gerade auffällt, wir sind ja jetzt schon im letzten Level, ne? Wir springen ja gleich sehr wahrscheinlich in die Gegenwart und werden dann gar nicht mehr erfahren, was das hier alles so war. Ist auch halb so wild, das ist ja nur Interesse halber, so für mich, weil ich gerne wüsste, was das hier ist. Aber gut, so, die Dickerchen bekommen ihren Espresso und natürlich noch die Nudeln dazu. Ich bleibe direkt mal hier oben stehen, falls er Eis möchte, aber nein, möchte er nicht. Und dann könnten wir hier kassieren und du bekommst eine Münze. Wünsch dir was, Opi, wünsch dir ein langes Leben. Yay! So, dann kannst du aber jetzt warten, bis die da oben fertig sind. Ihr setzt euch jetzt hier hinten hin. Bedeutet, Antonio, du bist mal wieder an der Reihe. So, ihr seid fertig. Da wird aufgeräumt. Hier wird abkassiert. Tomaten brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir haben ja gleich schon geschlossen. So, einmal Öl, einmal das, einmal Espresso und 1, 2, 3 Kugeln davon. Das ist dann für euch. So, haben wir Karl gefunden? Haben wir Karl gefunden? War das in diesem Level, dass er hier vorne aufgetaucht ist? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, wir müssen ihn haben. So, wir haben schon geschlossen. Ihr müsst noch bezahlen, ihr Lieben. Haut ab, wir wollen in die Gegenwart und gucken, was da so los ist mit Paige und Patrick und Emily. Och, der Opa. Da bist du ja, Süße. Ich habe nach dir und Opa gesucht. Schau, Papa, Opis Puppe. Das ist eine wunderschöne Puppe, Liebling. Aber wo ist Opi? Tschüss, Opi. Papa. Papa, ich muss mit dir reden. Papa. Oh, oh. Opi, Opi. Hast du Papa gesehen? Wir möchten uns entschuldigen. Ja, und er segelt direkt in Richtung des Sturms. Oh nein. Die Tage ziehen ins Land. He tells me stories of the stars of princesses and kings. And says when I grow up I can be anything. We share ice cream at the park and count the trees. Pretend we are great pirates and we sail the seven seas. Or maybe we are puppies eating food on hands and knees. Or maybe even flowers sniffing buzzy honeybees. That's how I know he loves me. So he spends his time with me. He is the bestest grandpa, and he will forever be. 3 Tage später. Oh Gott, war das gerade niedlich. Papa, ich will Opi zurück. Papa. Ich denke nicht, dass Opa zurückkommt, Emily. Ich befürchte, dass er jetzt im Himmel ist. Ich vermisse Opi. Möchtest du den Erinnerungsdollar von Opi haben? Es wird unser kleines Geheimnis sein.
Engel, ich will Saft. Du weißt, dass du das bezahlen musst. Für dich, Obi, bitte lies es, wenn du im Himmel bist. Okay. Also ist das jetzt die richtige Flaschenpost? Ich weiß ja nicht. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was uns da noch erwartet. Und oh mein Gott, das mit dem Lied, das war doch super niedlich, oder? Und es ist traurig mit dem Opa. Aber gut. So, wir sind zurück in der Gegenwart. Level 6 Geburtstagsvorbereitung. Paige, dritter Geburtstag steht kurz bevor. Nimm die Geschenke entgegen und bereite ihre Party vor. So, 300 haben wir, wie immer, als allererstes die Tische und Stühle verbessern. Und jetzt können wir auch ins Menü schauen, ne? Was haben wir denn hier so? Was ist das denn? Club-Sandwich, später ein Gemüse-Sandwich. Okay, was haben wir hier? Was ist das denn? Irgendwelche Pillen? Ich habe keine Ahnung. Schokomuffin, später dann ein Erdbeermuffin. Und Karottenkuchen, Geburtstagstorte. Okay, was haben wir hier für Getränke? Orangensaft, Smoothie, Schokomilchshake. Alles klar. Oh, wie süß. So eine richtig schöne Gartenparty. Ein unerwartetes Geburtstagsgeschenk. Snackfort heute. Obi, Obi! Ich hab beinahe Geburtstag. So, so. Ich dachte, dass ich dich so eingestellt hätte, dass du nicht mehr wächst. Ach so. Du bist jetzt schon viel zu groß. Obi, hast du gesehen, was Tantchen Angela mir geschenkt hat? Angela ist sehr beschäftigt in New York, aber sie hat doch die Zeit gefunden, Paige ein Geschenk zu schicken. Wow, eine Leinwand für meine Lieblingskünstlerin. Komm schon, Opi, wir spielen Künstler. Paige, lass Opa erst einmal in Ruhe ankommen. Ach, das ist schon in Ordnung. Du machst das toll mit ihr, Papa. Er erinnert mich an deinen Großvater, als du in ihrem Alter warst. Tut er das? Hey Leute, es werden ein paar Dinge für Paiges Party angeliefert. Behaltet sie im Auge, okay? Sie zieht sich da direkt ihre Reinigungskluft an. Okay, Moment, was haben wir hier für Gäste? Mal eben kurz reinschauen. Achso, Kinder, Senioren, Stammkunden, alles klar. Senioren sind mir wie immer die Liebsten. Was ist denn das jetzt hier? Und wie süß ist eigentlich Paige mit dieser Baskenmütze? Ist ja unfassbar. So, wir haben das Getränk und das Sandwich. Achso, das ist ja noch ganz easy. Okay, okay, so, 1020 Punkte, okay, sollten wir hinbekommen. So, Schokomuffin, hier ist er. Und einmal das Getränk dazu. Da kommt schon das erste Paket und ich habe Karl gehört und auch direkt gesehen, habe ich euch was Falsches gebracht? Ach so, ah, der muss gebacken werden, alles klar. Gut, wissen wir Bescheid. Dann einmal den Karottenkuchen und dann das Getränk dazu, okay. Sah jetzt irgendwie schon so fertig aus, der Muffin. Ich dachte, dass der da irgendwie schon bereit steht, aber nein. Wie ist das hier? Schneiden wir an und dann füllen wir wieder auf. Alles klar, super. So, du bekommst einmal das Club-Sandwich und das Getränk dazu. Bitteschön. Da wird abgeräumt, kann auch die gute Evelyn sich ein bisschen nützlich machen. Und drei Pakete müssen wir noch annehmen. Okay, okay. So, einmal den Kuchen, das Getränk und ein Club-Sandwich für euch. Was für ein Club-Sandwich? Was? Was für ein komisches Club-Sandwich? Ne? Einfach nur Bacon drauf, oder was? Ist das ja für Club-Sandwich? Smoothie freigeschaltet. Oh, der sieht ja gut aus. So, Paket Nummer 2 liegt auch bereit. Und was möchtest du? Du möchtest auch das wunderbare Club-Sandwich. Also dafür ist Emily ja bekannt. Nur dadurch kennt man sie. Was machst du denn? Oh Gott, sie malt ihn. Sehe ich das richtig? Kann ich irgendwas machen hier? Nee, ne? Oh, Anleitung. Bring Paige die benötigte Farbe, um ihr Meisterstück zu kreieren. Ach so, das ist Farbe. Ach toll. Das ist ja niedlich. Bin ich gespannt, ob sich da auf der Leinwand gleich tatsächlich was tut. Wäre witzig irgendwie. So, du bekommst 2 Getränke. Bitteschön. Naja, nein. Gut, es hat sich nicht wirklich was getan, aber das macht auch nichts. So, nehmen wir hier erstmal das Paket an.
25 Punkte, das ist super. Hoffentlich gibt es wieder 100, falls wir hier alles erledigt haben. So, einmal das und das Getränk für euch. Boah, auch voll schön gemacht, ne? Hier mit diesem, mit den Smarties da und hier mit dieser Etagere mit Muffins drauf oder Cupcakes oder whatever. Echt ganz süß. So, der muss gebacken werden und dann schnappen wir uns schon mal das Getränk. Hier ist bestimmt später Soft-Eis oder so. Oder generell irgendwie ein Eis, was man dann noch, weiß ich nicht, da dekoriert so. Ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen. Und ich sollte vielleicht ein paar mehr Kombos machen, ne? Sonst ist es ein bisschen blöd. Ich kann mir das hier schon mal holen, weil Paige möchte ja bestimmt die Farbe. Wie sie guckt, ne? So als ob sie so über den Daumen gerade gepeilt hätte irgendwie. Voll niedlich. So, keine 100 Punkte, aber gut, macht auch nichts. Das, ach doch. Ach doch, das ist schön. Oh, sie hat ja doch was gemalt. Hat man das gerade auch schon gesehen bei dem Mann? Dann habe ich das leider übersehen. Aber echt, voll toll. So, 951 Punkte, da jetzt die ganze Bestellung. Dann musst du gleich noch bezahlen, ihr müsst auch bezahlen. Und dann kriegen wir es hoffentlich hin, oder? Ich werde sie da jetzt auf jeden Fall warten lassen, damit wir da die Kombo haben und dann hoffentlich auf der sicheren Seite sind, oder? Ich kann dir das schon mal geben. Seid ihr jetzt mal fertig? Ich habe nicht, ich weiß nicht, wie viel ihr mir bringt. Habe ich nicht so drauf geachtet. Ja, ihr seid fertig. Evelyn, Putzkolonne. So, 1080 Punkte. Wie sie schaut, die Evelyn. Oh. Emily, es wurde wahrscheinlich noch kein Paket für mich geliefert, oder? Ich denke nicht. Nur die Pinatas, die Paige sich gewünscht hatte. Ich habe die perfekte Verkleidung für die Party bestellt. Ich weiß nicht, ob ich das toll oder zum Fürchten finden soll, François. Ich auch nicht. Vor allem bin ich gespannt, was das für eine Verkleidung ist. Ich habe gerade mit unserem Finanzberater telefoniert. Bald wird unsere Altersvorsorge ausgezahlt. Die Zeit vergeht wirklich wie im Fluge. Zeit zum Entspannen. Okay. Ich beeile mich besser, wenn ich noch das G-E-S-C-H-E-N-K für du weißt schon wen holen will. Ein Pony, ein Pony. Kleiner Kürbis, wir haben das doch besprochen, weißt du noch? Dein Geschenk ist eine Überraschung, aber es ist kein Pony. Opi holt mir eins. Ja, wahrscheinlich macht er das wirklich. Das tut er doch nicht, oder? Ich werde mit ihm reden. Ja, das würde ich auch. Das würde ich auch machen. Und wenn es nicht der Edward kauft, dann kauft es der Antonio. So, ich schaue mal eben kurz auf die Uhr. Jo, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir können noch mal eben kurz... Nee, hier wollte ich gar nicht reingucken. Dank deines Erfolges ist eine Flasche am Strand angespült worden. Es handelt sich aber um eine besondere Flasche, die eine Nachricht von einem Delicious-Fan enthält. Klicke auf die verschlossene Flasche, um diese zu lesen. What? Okay, wer auch immer diese Zeilen liest, das Leben hält viele kleine und große Überraschungen parat, die einen an Orte bringen, von denen man nie dachte, dass man sie erreicht. Genau wie diese Flaschenpost. Bleib ruhig und genieße die unerwarteten Momente. Alles Liebe, Bowie. Okay, das ist ja ganz toll gemacht. So, was haben wir denn jetzt hier? Genau, bei den Diamanten. Hilf Emily mit dem Familientreffen. Hier warten einige Überraschungen auf dich. Meistere Level 9, um sie freizuschalten. Oh, wie cool. Dann sitzen hier alle am Tisch, oder wie? Das ist ja richtig gut. So, wir haben aber jetzt 3 Diamanten. Können im Endeffekt noch nichts machen. Ich kann auch nichts anklicken, ne? Nee. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Dann wird wahrscheinlich die erste Prüfung auf uns zukommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.